Sony hat uns das neue Xperia 1.5 ins Labor geschickt. Was das Gerät kann, neben einer sehr schönen Haptik, das erfahrt ihr jetzt bei uns im Test. Nach wie vor setzt Sony beim Xperia 1 Mark V auf ein schönes, langgestrecktes 21:9 Format. Und das liegt richtig, richtig gut in der Hand. Aber auch gerade deswegen, weil das Gerät mit 187 Gramm vergleichsweise leicht ist für die Oberklasse. Aber das hat trotzdem, was die Verarbeitungsqualität angeht, rein gar nichts zu bedeuten. Denn die Japaner schützen das Xperia 1.5 wieder vor Staub und Spritzwasser und sogar auch vor Untertauchen, denn das Gerät ist nach IP68 geschützt. Doch nicht nur das, Sony verbaut hier richtig feine Materialien. Also gerade die Rückseite ist wirklich ein Gedicht. Ich könnte das Gerät wirklich stundenlang... Ja, ihr hört es schon, die Rückseite besteht aus Glas und ist nicht nur matt, nein, sie ist auch strukturiert bzw. ja, so leicht geriffelt. Wir zeigen euch das gleich nochmal in der Nahaufnahme und dieses Strukturierte bewirkt, dass es einfach wirklich besonders griffig in der Hand liegt und sich einfach fantastisch anfühlt. Also das ist eins der Smartphones mit wahrscheinlich der besten Haptik, die ich bislang in der Hand hatte. Richtig top ist auch der Metallrahmen, der hier längs geriffelt ist. Ihr seht, das Gerät ist kantig, aber deswegen liegt es auch richtig gut in der Hand. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr gerne eine schöne strukturierte und matte Rückseite bei Smartphones, damit man Fingerabdrücke nicht mehr so sieht? Schreibt uns gerne in die Kommentare. Wo ich eben gerade schon vom Rahmen philosophiere, schauen wir uns doch mal hier die Oberseite an. Und Tatsache, das Xperia 1.5 ist eins der, ich glaube, einzigen Top-Smartphones aktuell, die immer noch einen Kopfhöreranschluss bieten. Bleiben wir im Rahmen, denn Sony verbaut hier auf der Längsseite neben einer Lautstärkewippe auch einen Fingerprint-Sensor im Powerknopf und einen Extra-Knopf, der hier als Kameraauslöser dient. Wenn man den lange genug betätigt, dann springt sofort die Kamera-App an und ja, man kann hiermit Fotos aufnehmen und sogar halb durchdrücken und bei halbem Durchdruck, wenn man den halb durchdrückt, dann stellt das Gerät scharf, noch einmal ein bisschen mehr und dann macht man Fotos. Ja, wo wir jetzt hier schon die Kamera-App offen haben, lasst uns doch mal eben schnell über die Kameraausstattung sprechen. Sony verbaut hier wieder drei Optiken mit vier Brennweiten. Vier Brennweiten, richtig, das Tele, das besitzt wieder einen variablen Zoom und so kann man zwischen 85 und 125 mm variabel hin und her zoomen. Das Ganze ist dann quasi umgerechnet ein 3,5 bis 5,2-facher Zoomfaktor. Die Optik löst mit 12 Megapixeln auf, gleiches gilt für das Ultraweitwinkelobjektiv, das mit 16 mm Vergleich zum Vollformat natürlich ein ziemlich weites Bildfeld hat. Aber richtig spannend, da wird es bei der Hauptkamera. Bei der Hauptkamera setzt Sony nämlich hier als Weltpremiere quasi einen neuen Sensor ein. Das ist der X-More-T-Sensor. Klingt erstmal hochtrabend, aber der neue Sensor, der soll vor allem bei Nachtaufnahmen eine sehr gute Bildqualität liefern. Effektiv hat der Sensor eine Auflösung von 48 Megapixeln, Sony verrechnet das Ganze aber zu 12 Megapixeln Bilder. Was sind für euch eigentlich bei einer Smartphone-Kamera so die wichtigsten Funktionen? Ist es die Videofunktion? Ist es die Fotofunktion? Legt ihr zwingend Wert auf einen Ultraweitwinkel oder ein Tele? Schreibt uns das gerne in die Videobeschreibung. Die ganze Kameraausstattung, das hört sich ja vielleicht alles super an, aber was ist denn mit der Bildqualität? Wir haben das Gerät natürlich wieder bei uns im Fotolabor gehabt und da können wir mal beim Ultraweitwinkel anfangen. Sony bietet beim Ultraweitwinkel zusammen mit dem S23 Ultra von Samsung mit die beste Bildqualität bei 12 Megapixel Sensoren. Im Vergleich zum Vorgänger konnte Sony hier beim Ultraweitwinkel vor allem die Fotoqualität bei Nacht steigern. Kommen wir doch zur Hauptkamera. Und hier konnte Sony in allen drei Lichtbedingungen die Qualität im Vergleich zum Vorgänger steigern. Die deutlichste Steigerung tatsächlich bei Nachtaufnahmen. Insgesamt ist die Fotoqualität der Hauptkamera überragend. Wie gesagt, die Teleoptik, die lässt sich wieder stufenlos zwischen einem 3,5 und 5,2-fachen Zoom hin und her wechseln. Auch hier sehen wir bei Nacht eine der größten Steigerungen im Vergleich zum Vorgänger. Insgesamt befindet sich die Teleoptik auf einem Niveau mit dem S23 Ultra. Wie ihr vielleicht wisst, produziert Sony nicht nur Smartphones, TVs, hat
ein Musiklabel, sondern produziert vor allem auch professionelle Foto- und Videokameras. Und das stellen die Japaner auch hier wieder beim Xperia 1.5 in den Vordergrund. Es gibt nämlich satte 3 Kamera-Apps. Da wäre einmal die Basic-Kamera-App, wo man ganz normal Fotos und Videos aufnehmen kann. Videos übrigens mit 4K-Qualität mit maximal 120 FPS. Und das ist in der Smartphone-Welt schon relativ besonders. Also nicht die Auflösung, sondern vor allem auch ja, die Slow-Motion-Fähigkeit bei dieser Auflösung. Also wie ihr seht, ihr könnt hier zwischen den Optiken hin und her wechseln und ganz ruckzuck natürlich auch zwischen Foto- und Videoqualität. Das Ganze kann man hier oben noch viel feinteiliger justieren, indem man das Moduswahlrad nimmt und da auch gleichzeitig ja, den manuellen Belichtungsmodus einstellen kann, also wie bei einer richtigen Systemkamera. Richtig top für Haustierhalter und Eltern rennender Kinder ist die Serienbildgeschwindigkeit. Das Xperia 1.5 kann nämlich bis zu 30 Bilder pro Sekunde machen. Tja, Konsti, da muss erstmal hinterher rennen, ne? Das schaffe ich nicht. Kommen wir nochmal zurück zu den Videofunktionen, denn da ist das Xperia 1.5 wirklich besonders. Sony implementiert hier den S-Cinetone, also ein Feature, ein Farbprofil, was man eigentlich von den Systemkameras der Alpha-Serie kennt. Und das soll für besonders tolle Hautfarben und ja eine besonders weiche Farbwiedergabe sorgen. Wir haben euch da mal ein Beispielvideo mitgebracht. Ihr könnt selbst entscheiden, was euch da besser gefällt. Aber wir finden, dass das Sony gerade im Videomodus auch richtig natürliche Farben liefert und nicht so krass übersättigt, wie das einige andere Kollegen machen. Neben der normalen Kamera-App gibt es hier noch eine Video Pro und eine Cinema Pro Kamera-App. Hier ist die Einstellungstiefe nochmal deutlich krasser. Also man kann hier wirklich alles nochmal fein justieren von der, ja, vom Weißabgleich. Man kann hier die Objektverfolgung aktivieren, was besonders praktisch ist für Leute, die vloggen. Also halte ich das Gerät vor mein Gesicht, stelle es auf mein Gesicht scharf, halte ich meine Hand vors Gesicht und dann wird es automatisch auf das Objekt schalten, was ich gerade präsentiere. Also wenn ihr die neue Social-Media-Karriere sucht, vielleicht auch das passende Smartphone dafür. Wer die Cinema Pro App nutzen möchte, der kann sogar den Venice Farbstil wählen. Also die Venice Kameras sind die Cinema Kameras von Sony und da kann man wirklich in höchster Qualität Videos drehen mit einem speziellen Farbprofil, was es nur auf Sonys Cinema Kameras gibt. Wie sieht es bei euch aus? Dreht ihr viele Videos mit dem Smartphone? Also falls euch das Thema mehr interessiert, schreibt uns gerne in die Kommentare. Dann besprechen wir das Ganze nochmal deutlich detaillierter als jetzt. So, genug von Kamera, kommen wir zum nächsten Sahnestück des Xperia 1.5 und das ist das Display. Sony verbaut hier wieder ein 4K OLED-Panel und ist damit der einzige Hersteller, der diese Auflösung bei einem Smartphone bietet. Auf der 6,5 Zoll Diagonale liefert das Panel also ein richtig feines Bild. Gleichzeitig haben wir auch noch eine fixe Bildwiederholrate von 120 Hertz. So dass man richtig flüssig durch die Gegend scrollen kann und auch Games butterweich laufen. Kein Zweifel gibt es auch an der Qualität des OLED-Panels, was Sony hier verbaut. Das Ganze haben wir natürlich im Labor checken lassen. Bei der Helligkeit angefangen, das Panel liefert im Alltag sehr, sehr gute 628 Candela und steigert das Ganze auch noch über 800 Candela hinaus, sobald wir uns im Freien befinden und unter Sonne das Display ablesen wollen. Und das kann man wirklich auch dank der hervorragenden Kontraste im Sonnenlicht richtig, richtig gut. Auch die Blickwinkelstabilität ist gegeben, selbst wenn man das Display kippt, also auch mal von der Seite drauf schaut. Das Display kann man aus fast jeder Richtung richtig gut ablesen. Insgesamt, das Sony Xperia 1.5 hat eins der besten OLED-Displays auf dem Markt. Ein Vorteil des 21:9 Formats ist es auch, dass wenn ihr jetzt Social-Media-Apps öffnet, dass ihr da einfach deutlich mehr seht. Es wird zwar alles ein bisschen kleiner dargestellt, aber da bekommt ihr bei Instagram beispielsweise deutlich mehr angezeigt. Was ihr auf der Front ebenfalls noch findet, sind Stereo-Lautsprecher. Die sorgen für einen guten Klang, gerade auch beim Filmeschauen und liefern gerade auch in den unteren Mitten immer noch ein richtig feines Klangbild. Kommen wir doch zur Leistung.
Sony verbaut hier den aktuell stärksten Android-Chipsatz, den Snapdragon 8 Gen 2, zusammen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher. In den Benchmarks holt das Sony. Ich habe schon wieder so einen Hänger, so wie letztes Mal. Was holt denn das Sony? That Sony holt in den Benchmarks überragende Werte. Also Mobile Gaming in den höchsten Einstellungen gar kein Thema, Multitasking auch kein Thema. Hier hat man lange Freude mit ausreichend Power. Ach und übrigens, wer noch mehr speichern möchte, der kann hier einfach eine Micro-SD-Karte noch reinschieben. Hat auch kaum noch ein Gerät in der Oberklasse. In Sachen Connectivity habt ihr, wie gesagt, den Klinkenanschluss hier oben und eine Dual-SIM-Nutzung. Das Ganze nicht mit zwei physischen SIM-Karten, sondern einer physischen Nano-SIM und einer eSIM. Hinzu kommen Bluetooth 5.3. Ihr könnt auch qualitativ hochwertiges Audio-Streaming betreiben, dank LDAC-Standard. Das Gerät unterstützt außerdem Wi-Fi 6E. NFC ist mit dabei, also quasi fast voll ausgestattet. Sony spielt aufs Xperia 1.5 natives Android, wie ihr seht. Das ist also das, was ihr auch auf einem Google-Smartphone finden würdet. Hier gefällt uns vor allem auch das schlichte Design. Ein hilfreiches Software-Feature ist hier noch diese Seitenleiste. Da habt ihr einfach einen Schnellzugriff auf oft genutzte Apps und könnt das Ganze auch noch in einem Multi-Fenster-Modus öffnen, also beispielsweise Google Maps und dann als zweites Google Chrome. Und zack, seid ihr bereit für Multi-Use. Kommen wir zu den Messwerten aus dem Labor. Nachgelegt hat Sony bei der Akkulaufzeit. Und hier kommen wir jetzt auf einen sehr guten Wert von 10 Stunden 56 Minuten. Nachgeladen wird das Xperia 1.5 mit 30 Watt und 50% stehen dann nach 28 Minuten im Display. 100% sind nach 50 Minuten erreicht. Im Labor haben wir einen mittleren WLAN-Durchsatz gemessen im Download von 850 Mbits. Das ist ziemlich gut. Gut ist auch der LTE-Empfang und gemessen haben wir auch einen soliden 5G-Empfang. Die Telefonieakustik ist sehr gut, also ja, mit hervorragenden Klangeigenschaften auch beim Telefonieren. Da versteht euch jeder auch am anderen Ende. Beim neuen Xperia 1.5 hat Sony wirklich an einigen Stellschrauben gedreht und auch einige Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger gemacht. Verarbeitungstechnisch und haptisch ist das Gerät wirklich eine Wucht und dank des schlanken Formformats liegt es auch 1A in der Hand. Sehr gut ist auch die Fotoqualität des Kamerasystems. Gerade auch der Hauptsensor hat eine überragende Fotoqualität und eine überzeugende Leistung bei Nacht. Wer jetzt also ein wirklich Multimedia-Taschenmesser im Smartphone-Kleid sucht, der wird beim Sony Xperia 1.5 fündig. Das Gerät bekommt von uns mit 227 Punkten die Note sehr gut im Test. Falls euch das Video zum Sony Xperia 1 Mark 5 gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert den Kanal für mehr Content von uns.